Moin, moin. Wie du wahrscheinlich schon gehört hast, fegt ein großer Sturm über Norddeutschland. Orkanböen haben ganze Häuser zerstört, sodass sie nicht mehr bewohnbar sind. Hunderte Touristen und Einwohner müssen auf sichere Festland gebracht werden. Da alle Züge ausgefallen sind, müssen sie nun mit einem Spezialshuttle nach Niebüll fahren. Sie haben die Erlaubnis, über den Hindenburgdamm zu fahren, da für die nächste Stunde die Windböen ein bisschen nachlassen. Und ja, damit hallo und herzlich willkommen hier im Train Simulator. Und wir fahren heute mit dem Lind 41 der Baureihe 648 im Nah-SH-Design auf der Strecke zwischen Husum und Westerland-Sylt. Als allererstes öffnen wir für unsere Fahrgäste, die eben hier evakuiert werden müssen, die Türen. Und dazu starten wir hier noch im Führerstand. Ja, erstmal den Führerstand selbst und dann selbstverständlich noch das Fahrzeug. Wobei ich glaube, der Dieselmotor läuft schon. Ich höre da was im Hintergrund röhren. Der sollte bereits eingeschaltet sein. So, der Türwahrschalter wird auf linke Türen eingestellt und mit der Taste T können wir hier natürlich auch noch die Fahrgäste hinzusteigen lassen. Dann als nächstes, die Beleuchtung am Fahrzeug muss noch eingeschaltet werden, sowohl außen als auch ja, innen im Führerstand. Und mit der Taste H können wir hier die Spitzenbeleuchtung aktivieren. Eine Besonderheit gibt es in diesem Triebwagen noch, und zwar kann die Beleuchtung komischerweise aktuell nicht im Führerstand eingeschaltet werden, zumindest für die Beleuchtung an der Außenseite. Die Beleuchtung für den Führerstand selbst, das Kabinenlicht, kann selbstverständlich auch angeknipst werden. Dabei können wir unterscheiden zwischen diesem gesamten Kabinenlicht oder halt der Fahrplanleuchte hier vorne. Und auch die Fahrplanleuchte lässt sich nochmal schön steuern mit diesem kleinen ja, Potentiometer, mit diesem Dimmer. Und das kann hier wunderbar eingeschaltet werden. Auch die Instrumentenbeleuchtung mit I oder hier unten über den Schalter. Und ja, was brauchen wir noch? Ganz wichtig, die PZB, Shift 8, obere Zugart bitte, Modus O. Und weil es natürlich draußen regnet und die Orkanböen noch ein bisschen da sind, brauchen wir auch einen Scheibenwischer. Gut, der flattert freundlich hin und her. Die Fahrtrichtung wird ausgewählt. Einmal nach vorne fahren. Motor läuft schon. Wir gucken nochmal nach. Ja, in der Außensicht hören wir es ziemlich gut. Und wir müssten auch die Dieselabgase irgendwo sehen. Genau, hier hinten ein bisschen zu erkennen. Am Himmel ja, ist es ein bisschen schwierig mit dem Grau im Hintergrund. Ist heute ein sehr verregneter Tag, aber das hat eben ja, stürmisches Wetter so an sich. Und ansonsten, PZB ist an, Zugbremse hier ist gelöst, Traktionssperre ist trotzdem noch an und die Federspeicherbremse ist ebenfalls noch eingelegt. Gut, dann würde ich mal sagen, können wir eigentlich auch schon die Türen schließen und alle Fahrgäste, die eben evakuiert werden sollen von der Insel, müssten mittlerweile im Zug drin sein. Die anderen ja, warten dann sicherlich auf den nächsten Zug. So, Türen sind zu. Türen sollten auch verriegelt sein. Wir lösen die Federspeicherbremse oder auch Handbremse hier einfach genannt und dann geht's auch nun los. Ja, die Schalter für das Schlusslicht, auch das Wagenlicht können hier leider nicht bedient werden, aber die Wahl für die Leuchten außen am Zug, die kann hier auch noch eingestellt werden. Aber das stimmt bei uns schon. Wir haben drei weiße Lichter vorne und hinten zwei rote Rücklichter, die eben den Zugfluss markieren. An der Stelle auch noch ganz kurz eingegangen auf den Zugzielanzeiger. Der müsste normalerweise unter der Tastenkombination Shift und Plus bedienbar sein. Leider aber lässt sich das irgendwie nicht machen. Ich weiß selber nicht, warum der hier nicht angewählt werden kann. Das hat eigentlich davor immer geklappt, aber irgendwie hat sich das hier scheinbar geändert. Vielleicht kam ein Update für das Fahrzeug raus und da haben sie die Tastenbelegung verändert. Das wäre jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Aber ansonsten kein Plan, wieso die sich nicht mehr über Shift und Plus entschnellen lassen. Ja, wir rollen bereits los. Ausfahrt hier aus Westerland Sylt mit 30 km pro Stunde und dann draußen auf der Strecke schalten wir natürlich auch auf Höchstgeschwindigkeit hoch. So. Die Daten für den Zug sind hier außen auch nochmal angeschrieben. Da finden wir dann Bremsgewichte, alles Mögliche, was wir an Bremsen im Zug zur Verfügung haben. Magnetschienenbremse wird sicherlich auch bei dem Zug wieder mit dabei sein. Wobei ich sehe jetzt hier keiner in den Drehgestellen. Scheinbar doch nicht. Okay. Dann müssen wir ohne Magnetschienenbremse leben. Aber auf jeden Fall die normalen Druckluftbremsen sollten hier vorhanden sein. So, hier dürfen wir dann auch gleich auf 40 beschleunigen. Alles klar.
Und ja, der Zug kommt heute halt im Nah-SH-Design her, also im Schleswig-Holstein-Farbkleid. Und hier sehen wir auch nochmal an der Außenansicht diese Silhouette, diese Abbildung, die eben Schleswig-Holstein an der Stelle darstellen soll. Eigentlich sind sämtliche Züge, die hier auf der Strecke zwischen Westerland und Husum unterwegs sind, in diesem Nah-SH-Design. Ich glaube sogar der 628er, der hier lange Zeit fuhr, müsste eine entsprechende Variante haben. Auf jeden Fall bei den Loks der Baureihe 245 bin ich mir sehr sicher. Die haben nämlich so ein türkisblaues Farbkleid dafür bekommen. Und die ziehen ja bekanntlicherweise die... Die Wagen vom ehemaligen Interconnex. Die sind ja hier auf der Strecke eingesetzt. Sowohl der Steuerwagen als auch die normalen Wagen. Gut, 40 haben wir auf dem Tacho. Ich dachte, aber wir dürften hier sogar wieder schneller fahren. Genau, 100 km pro Stunde. Und dann legen wir hier einmal den Kombinationshebel auf den Tisch und beschleunigen. Nächster Halt müsste dann Klangsbüll sein in weniger als 10 Kilometern. Wir können uns das Ganze auch nochmal einblenden lassen. Ach nee, nicht Klangsbüll, in Kaitum halten wir an. In 3 Kilometern, genau. Und letzter Halt dann Nibül, voraussichtlich auf Gleis 1. Da dürfen wir jetzt gar nicht zu schnell fahren. Nicht, dass wir durch den Bahnhof durchbrettern. Aber ich denke auch, der Bahnhof hat ein Einfahrsignal und sollte uns dadurch relativ frühzeitig signalisieren, wo eben der Haltepunkt kommt. Da können wir uns auch an der Stelle das Head-Up-Display sparen. Ja, Vorsignal kommt schon. Das wird sicherlich vom Bahnhof sein. Mich wundert es nur, dass hier unten die Traktionssperre kurz an war. Aber die wird scheinbar immer dann angeschaltet, wenn sich der Kombinationshebel entweder in der Neutralstellung oder leicht in der Bremsstellung befindet. So, also mal ein Ticken zu schnell, aber das geht noch. Genau, der Bahnsteig kommt dort vorne schon. Das Hauptsignal oder Einfahrsignal steht hier ebenfalls. Und wir bremsen runter mit dem Zug. Einmal anhalten. Genau, sobald die Bremse eingelegt wird, leuchtet hier auch der Leuchtmelder für die Traktionssperre auf. Ich weiß jetzt nicht, ob das so realitätsgetreu ist, aber wie gesagt, ist ein Spiel. Habe ich schon öfters erwähnt. Und da ist es nicht ganz so schlimm. So, die Bremse wirkt auch relativ gut. Wenn auch ziemlich verzögert. Aber das ist ja von Triebwagen zu Triebwagen unterschiedlich. Und den 648er, den haben wir auch so lange schon nicht mehr aus der Gerümpelkiste herausgekramt, dass ich mir gedacht habe, hey, es wird mir wieder Zeit, eine Runde in dem zu fahren. Und selbiges gilt natürlich auch für die Strecke hier zwischen Husum und Westerland. Für uns geht es dann auch heute über den Hindenburgdamm, also die Strecke oder die Strecke durch die Nordsee. Und da fahren wir dann einmal mit dem Zug heute übers Meer. So, Türen auf der rechten Seite freigeben und mit T die Türen öffnen. Das Gute ist auch, wir sollten heute keinen Fahrplan haben, an den wir uns minutiös genau halten müssen, denn der Zug ist halt als Spezialzug, als Ersatzzug eingesetzt und wir fahren hier, in Anführungszeichen nach Freischnauze. So, sind allein gestiegen. Noch nicht, die Uhr ist noch nicht ganz durchgelaufen. Erst wenn die am Ende angekommen ist und dann quasi wieder ausgeblendet wird, dann geht's für uns weiter. Ja, die Strecke über den Hindenburgdamm wird dann sicherlich nochmal besonders interessant, weil gerade wenn hier starke Windböen kommen sollten, kann es natürlich auch sein, dass die Wellen entsprechend hoch sind. Und da hoffe ich mal, dass wir nicht vom Meer weggefegt werden. Aber hier im Zug sollten wir da relativ gut geschützt sein. Ich bin dennoch gespannt, ob man da sich für das Szenario hier die Mühe gemacht hat und quasi hohe Wellen mit implementiert hat. Auf jeden Fall gibt es ja im Train Simulator Wellenanimationen. Ich glaube, die haben wir sogar das erste Mal gesehen, als wir auf der britischen Strecke gefahren sind. Das war irgendeine Küstenbahn. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen von der Strecke, aber da waren wir, glaube ich, mit einem Dampfzug unterwegs. Ich glaube, die Riviera Line war das.
Weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Aber es dürfte die Riviera Line gewesen sein, wo wir das erste Mal ein paar Wellen im Train-Simulator gesehen haben. Oder zumindest ich. Ob das für dich so zutrifft, weiß ich an der Stelle nicht. Aber wenn du die Videos von Stunde 0 an verfolgt hast, dann solltest du auch dort die Wellen mit gesehen haben. Gut, wir rollen aus dem Bahnhof. Ausfahrt steht schon und damit geht's auf die Strecke hinaus. Ich denke auch, dann werden wir währenddessen nicht allzu viel an Gegenverkehr haben. Der eine 648er kam uns ja in Westerland schon entgegen, aber der Rest wird dann hier sowieso größtenteils eingleisig sein. Der Hindenburgdamm, der müsste wieder zweigleisig sein. Aber auch da wird uns dann sicherlich nicht allzu viel entgegenkommen. Aber wenn ich hier schon im Einleitungstext lese, dass richtige Orkanböen hier herrschen, dass Häuser zerstört wurden und alles Mögliche, das erinnert mich hier wirklich an die Situation, wo auch gerade im hohen Norden oft Überschwemmungen waren und so weiter und so fort. Also man kann hier definitiv nicht sagen, dass das Leben auf den Inseln langweilig ist. Das mag vielleicht sein, wenn man ein ganzes Jahr lang Sommersonne, Sonnenschein und im Winter vielleicht Regen oder Schnee hat. Aber so viele Fluten, wie es in Norddeutschland gab, oder Überschwemmungen oder andere Naturereignisse, die wirklich von gravierendem Ausmaß sind, dann weiß man auf jeden Fall, hier ist das Leben nicht so nach dem Motto, alles Sonne, Sonne, Sonnenschein. Das ist hier wirklich einiges, was auch von der Bevölkerung immer wieder abverlangt wird. Ich war ja sogar im Sommer 2020 selbst im hohen Norden, unter anderem auch in Husum. Und da war das jetzt zwar nicht so zu spüren, dass eben hier Jahrhundertfluten schon vorgeherrscht haben, aber man hat doch gesehen, auch an den Dämmen, die überall errichtet sind, wie gravierend hier wirklich auch die Natur in ihren Gewalten sein kann. Ob das einfach nur das Hochwasser ist oder ob das irgendwelche Schutzwälle sind, die das ganze Jahr über aufgebaut sind, beziehungsweise fest errichtet sind, das ist schon alles, Also es lässt einen nochmal wirklich so Revue passieren, was hier alles passieren kann und auch teilweise schon passiert ist in der Vergangenheit. Ja, das Horn vom Triebwagen ist ein bisschen leise, aber man hört's. Das kriegen wir übrigens über die Taste N auf der Tastatur. Demnach wird wahrscheinlich die SIFA auf der Leertaste liegen, aber die haben wir ja zum Glück an der Stelle abgeschaltet. Hintergrund auch an der Stelle wieder, es ist kein Fahrzeug, was die SIFA-Zwangsbremsungen unterbrücken oder überbrücken würde, wenn wir uns eben mit der Kamera außerhalb befinden. Und da wir ja doch relativ oft mit der Kamera in der Außenansicht sind, möchte ich es hier nicht riskieren, ständig eine Zwangsbremsung zu bekommen. So, einmal als Fahrgast an den Bahnsteig stellen. Und dann ziehen wir da schon durch mit unserem Dieseltriebwagen. Signal auf grün. Das letzte Ticket von der Insel runter. Na, ich denke mal, unser Kollege wird noch hinterherziehen, aber einer der letzten Züge. So, hier vorne werden wir dann auch gleich schneller. Ich dachte 140. Genau. Streckenverlauf gut gemerkt. Aber die 140 werden wir mit dem Lind 41, dachte ich, nicht erreichen. Wieso ist denn da die Traktionssperre drin? Das ist nicht gut. Wieso ist die Traktionssperre drin? Ach, alles klar. Da hat irgendwer die Tür versehentlich geöffnet. Aber ich habe die doch zugemacht am Bahnsteig. Sonst hätten wir auch gar keine Leistung aufschalten können und überhaupt nicht ausfahren. Ach, ich weiß woran das lag. Wahrscheinlich, weil ich die Taste B gedrückt habe, als ich das Horn versucht hatte auszulösen. Aber mit der Taste B können eben die Türen auf der linken und rechten Seite freigegeben werden. Und keine Angst, während der Fahrt lassen sie sich dann trotzdem nicht öffnen.
Genau, jetzt qualmen sie auch wieder. So, und damit wären wir auf dem Hindenburgdamm. Genau, wir können mal ganz kurz den Kopf zum Fenster hinausstecken. Und es hat auch aufgehört mit Regnen. Dann sollten wir mal die Scheibenwischer wieder auf Null stellen. Nicht auf Intervall, auf Null. Genau. Ja, und von Hindenburgdamm aus können wir eben dann bei normalerweise relativ hohem Wasserstand auch hier rechts und links schon das Meer sehen. Und dann sind wir wirklich, ja, vom Meer umgeben, von der Nordsee umschlossen. Ah, da drüben kommt schon das Wasser. Aber wir haben Glück. Es wurde ja angekündigt, dass die Windböen oder Sturmböen nachlassen. Und scheinbar steht auch das Wasser nicht so hoch. Also man sieht es zwar in der Entfernung, aber das ist nicht so krass, dass wir da jetzt davon ausgehen müssten, wir könnten hier weggeschwemmt werden. Da frage ich mich sowieso, wie man das hinbekommen hat, auf dem Hindenburgdamm auch Signale aufzustellen, weil ich dachte, hier vorne kommt dann irgendwo noch ein Blocksignal und auch so ein kleiner Streckenposten. Das Einzige, was wirklich fragwürdig ist, wieso bei Nebel, Wind und Wetter ein Segelflieger über dem Hindenburgdamm umherkreist. Das ist die einzige Sache, die ich mir wirklich überhaupt nicht erklären kann. Aber na gut, irgendwelche waghalsigen Piloten muss es immer geben. Also ganz ehrlich, ich steige nicht mal bei leichte oder bei etwas stärkerem Wind in ein Ultraleichtflugzeug ein, aber der Herr mit dem Segelflugzeug, der möchte es hier richtig wissen. Also auch nochmal Gas geben und Scheibenwischer wieder anknipsen. Es beginnt zu regnen. Ja, Ausrüstung mit PZB-90, den Schaltschrank dazu. Ja. Jetzt hat sich irgendwas im Führerschein verändert von der Beleuchtung her. Na gut. Ja, Schaltschrank finden wir hier hinten. Dort haben wir dann die Anzeigung für, ja, wahrscheinlich Batteriestrom, Spannung und so weiter und so fort. Lampentest, Störung am FSG. Ja, alles mögliche andere. Generator, Kurzschluss, Notbremsschleife und. Sifa-Test, Motorstopp, Motorstart. Alles Mögliche wirklich hinten, was das Fahrzeug angeht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob im richtigen 648er dann dort hinten die Zugdateneingabe ist oder ob das hier über die Displays gemacht wird. Aber das könnte hier über die Diagnosedisplays eigentlich auch gemacht werden. Mich wundert jetzt nur, dass die Anzeigen hier genau gleich sind, weil die schauen eigentlich beide für mich eher aus wie Ebola-Displays. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann wirklich der Formfaktor ist, der hier an Display oder ob diese Display-Sorte eingebaut wurde. Aber na gut. So, kurz den Streckenposten grüßen. Und das ist eben genau die Stelle, die ich meine, weil bei Hochwasser wird es ja für die Signale hier, denke ich mal, ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht irgendwie den Strom abstellen kann oder ob man das irgendwie, ja, speziell abisoliert hat, dass da eben nichts an Wasser drankommen kann. Weil die Signale stehen halt hier auch relativ dicht beieinander. Gut, das Vorsignal ist natürlich ein Stückchen weiter entfernt, aber man hat hier scheinbar auch nicht unnötig viele Signale auf dem Hindenburgdamm errichtet. Aber um halt irgendwie die Zugfolge scheinbar auch zu erhöhen, hat man hier dennoch nochmal einen extra Blockabschnitt mit eingebaut. Hier drüben dann nochmal der Feldweg, der uns über den ganzen Damm begleitet. Der hebt hier zwar so stellenweise immer wieder ein bisschen vom Boden ab, aber das ist hier scheinbar hier irgendwo der Modellierung geschuldet. Hätte man vielleicht noch ein bisschen besser ausmodellieren können, aber na gut, ist halt so. 217,6, 217,4, okay. Also befinden wir uns schon relativ dicht eigentlich vor Nibül. Das sind nämlich nur noch 19 Kilometer. Das ist auch so eine Sache. Ich frage mich, wieso man
dieses Umspannwerk oder diese Trafostation hier so nah an das Meer gebaut hat. Vielleicht werden dann hier die Kabel irgendwie unterirdisch verlegt, damit man natürlich auch drüben auf der Insel Strom hat. Dass es dann quasi eben hier von den Masten kommt, die Leitungen. Gut, die sind jetzt auch nicht hingehangen. Aber dass das dann hier irgendwo vielleicht in der Erde versickert und dass man das dann als eine Art Tiefseekabel rüber auf die Insel verlegt hat, auch wenn das dort keine Tiefsee in dem Sinne ist, aber hat einfach ein Kabel, was die Witterungsbedingungen, was die was das Wasser eben aushält. Weil gerade das Salzwasser greift auch sicherlich alles Mögliche an, was sich da irgendwie damit in Kontakt befindet. Ob das jetzt meinetwegen Eisen ist, was dann relativ schnell rostet, oder irgendwelche anderen Sachen. Das ist ja wirklich, man muss es einfach so sagen, aggressiv. Salzwasser ist im Gegensatz zu Süßwasser wirklich nochmal eine Portion härter. Ansonsten, Zugfunk hier drüben, GSMR, dann nochmal der Hörer für den Zugfunk, dann hinten, um die Ansagen im Zug zu machen, das Mikrofon da drüben und ansonsten Sonnenrollo ist leider nicht bedienbar. Und ansonsten halt noch sämtliche Knöpfe und Schalter im Führerstand. Auch hier drüben nochmal für die Zugzählanzeigen außen am Zug. Beziehungsweise halt für die Durchsagen, die dann automatisch generiert werden. Lässt sich eigentlich alles hier drüben nochmal einstellen. Der Triebzug ist auch unglaublich leise. Definitiv ein Vorteil für Anwohner und Fahrgäste. Und für Eisenbahnfreunde, immer ein bisschen zum Nachteil. Weil gerade ich liebe es, wenn Maschinen laut sind, wenn man einfach hört, wie die richtig arbeiten. Und einer der besten Vertreter ist dann natürlich auch die Ludmilla oder die Tiger-Trommel, was zumindest Dieselfahrzeuge angeht. So, und wir dürfen runterbremsen auf 100. Machen wir hier mal schön mit dem Kombinationshebel. Genau das hier müsste Klangsbüll sein. Sollte eigentlich auch nochmal niedergeschrieben sein. Genau, Klangsbüll Gleis 1. So, mit 100 geht's weiter. Und der 648 ist halt auch ein Triebfahrzeug, was, ich sag mal, relativ einfach zu bedienen ist. Wir haben den Kombinationshebel hier drüben mit der Bremse und dann daneben nochmal die Luftdruckbremse für den gesamten Zug. Aber wie gesagt, im normalen Betrieb halt wird das meiste über den Kombinationshebel gesteuert. Dann nehmen wir die Luftdruckbremse nicht nochmal extra mit dazu. So, das BI-Signal blinkt. Das heißt für uns, dass der Bahnübergang zumindest die Information bekommen hat, dass sich die Schranken schließen sollen. Das heißt nicht, dass die Schranken wirklich unten sind. Und den Scheibenwischer aus. Die 100 km pro Stunde erscheinen sogar relativ langsam hier irgendwie. Obwohl man dennoch schneller ist als das Auto, aber gerade dadurch, dass eben die Gleise hier so komplett strikt geradeaus verlegt sind und auch hier rechts und links nicht allzu viel ist, was irgendwie Bäume oder Vegetation angeht, hat das eben so das, oder ruft das irgendwo so das Gefühl bei mir hervor, dass wir uns hier doch relativ langsam bewegen. Wobei 100 Kilometer auf dem Tacho, das ist für einen Zug echt schnell schon. Zumindest auf so eine, ich sag jetzt mal einfache Strecke. Wir haben ja gesehen, wir haben Geschwindigkeiten bis 140. Ich weiß gar nicht, ich glaube 150 oder 160 werden nicht auf der Strecke gefahren. Das könnte dann erst wieder kurz vor Hamburg möglich sein. Aber möchte ich mir jetzt nicht darauf versteifen.
jeden Fall dann, wenn es näher in Richtung Hamburg geht, so ab Husum würde ich meinen, Richtung Hamburg, da sollten dann auch wieder höhere Geschwindigkeiten zugelassen werden. Also jenseits der 100 Kilometer pro Stunde. Und ja, für uns jetzt hier alles schön eingleisig. Da dürfen wir uns durchschlingeln. Ja, und 110 ist zu viel. Wenn da irgendwas passiert, dann sind wir am Ende der Doofe. Runterbremsen bitte. So, Vorsignal auf grün. Freifahrt. Ah, die Kühe stehen auch noch auf der Weide. Bei Wind und Wetter. Signal zeigt auch Freifahrt. Wunderbar. Und überall links und rechts auf den Bahnsteigen keine Personen. Ach, wobei, das ist noch gar kein Bahnsteig. Das sind nur Lampen, die hier aufgestellt sind. Genau, das kann sein, dass es einfach nur eine Ausweichstelle ist, wo sich die Züge begegnen dürfen. Ja, hier scheint es keine Bahnsteige zu geben. Dann ist es auch selbstverständlich, dass hier keine Personen sind. Allerhöchstens hier vielleicht im Bahnhäuschen, dass da irgendjemand drinne sitzt. Aber auch so in so einer Blockstelle drin zu sitzen und dann auch bei Wind und Wetter, na, muss man, glaube ich, eine Begeisterung haben für den Beruf. Ansonsten hält man das sicherlich nicht lange aus. Also für eine Woche würde ich mir das ziemlich, ja, interessant sogar vorstellen. Einfach mal zu sehen, was alles für Fahrzeuge auf der Strecke unterwegs sind. Uns fährt ja eigentlich auch immer wieder irgendwas Besonderes auf den Schienen. Aber so dann der Alltag in der Blockstelle, ach, ich weiß nicht. Wäre mir, glaube ich, nichts. So, und bis Niebüll sind es noch 5 Kilometer. Hätten wir am Anfang nicht den Einleitungstext gehabt mit Sturmböen, teilweise zerstörten Häusern und ja, einer wirklichen Extremsituation, könnte man sogar meinen, dass es eine relativ entspannte Fahrt eigentlich ist. Ja, wenn ich hier drüben so die Erntemaschinen sehe, die auf dem Feld stehen, scheint halt doch irgendwo so dieser idyllische Charme zu sein. Der Traktor hier. Ich meine, gut, wenn er gerade am Arbeiten war, dann musste sicherlich auch irgendwie seinen Traktor nach Hause bringen. Aber die Leute hier, die gehen spazieren bei Orkanböen, haben Jungen noch mitgenommen, gucken ein bisschen, was hier so wahrscheinlich draußen in der Natur abgeht. Könnte aber auch einfach der Tatsache geschuldet sein, dass da, ja, vielleicht das einfach vergessen wurde beim Szenariobau. Ist ja auch jetzt nicht so dramatisch. Ist ein Spiel und auf den Spielspaß kommt es an der Stelle einfach nur an. Nicht darum, dass es hier hundertprozentig, ja, der Realität nachempfunden ist. Und ohnehin, Orkanböen und Sturmböen wünschen wir uns natürlich sowieso nicht. Aber wirklich, bei Orkanböen gehe ich nicht spazieren. Ich kenne auch keinen, der bei Orkanböen einfach mal so spazieren geht. Weil das ist echt nicht zu unterschätzen. Wenn der Wind stark genug ist, kann er einen sogar natürlich auch umwerfen. Das ist auch an der Stelle zu berücksichtigen. So, hier wieder die typischen nordischen Häuser, sag ich mal. Teilweise auch mit Schilfdach. Und die Feuerwehr, die steht hier auch am Bahnübergang dran. So, langsam Fahrt erwarten. Wir bremsen rein. Die 85 haben wir gleich schon unterschritten. Da freut sich die PZB. Und dann bremsen wir wieder runter auf 40. Da können wir uns eigentlich noch ein bisschen Zeit lassen, bis wir das Hauptsignal sehen.
denke jetzt nicht, dass hier ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt verlegt wurde. Und wenn, sollte der auch nicht auslösen eigentlich. Nicht bei den Geschwindigkeiten. Ein bisschen schade finde ich es jetzt, dass wir gar keinen vollbeladenen Autozug sehen. Am Anfang hatten wir einen, der war noch mit Wagen von der Deutschen Bundesbahn. Aber dort standen keinerlei Autos drauf. Ist wahrscheinlich auch besser so, weil die werden sicherlich auch runtergeweht. So, Vorsignal Wiederholer. Wird auch nochmal quittiert. Und dann Halt erwarten und Einfahrt mit 40. Und die 40 haben wir auch direkt am Hauptsignal drauf. So, wir haben Leichtleistung aufgeschaltet. Der Triebwagen beschleunigt ein wenig. Und dann halten wir gleich in Niebüll an. Wo natürlich auch unsere Fahrt endet. Ich weiß gar nicht, dürfen wir den Zug noch in die Abstellung fahren? Nö, das macht dann wahrscheinlich jemand anders. Oder wir lassen ihn einfach im Bahnhof drin stehen. Ist bei so einem, ja, bei so einer Extremwettersituation auch nicht wirklich unrealistisch. Kommt halt darauf an, auf welches Gleis wir jetzt geleitet werden. Genau, wenn es eines der Nebengleise ist, dann passt das schon eher. So, hier geht es scheinbar noch in die Stadt mit den Gleisen. Vielleicht ein Gleisanschluss für irgendein Werk oder irgendeine große Industriehalle. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie es in Niebüll da aussieht. Könnte sein, dass dort irgendwas ist. So, und dann, ja gut, wir halten mal lieber hier unterm Bahnsteigsdach an. Das ziehen wir jetzt nicht extra bis ganz nach vorne. Na gut, die Fahrgäste aus dem ersten Triebwagen werden wahrscheinlich ein bisschen nass, aus der ersten Sektion hier vorne, aber der Rest, der sollte dann doch im Trockenen wandeln. So, links die Türen öffnen, die Fahrgäste rauslassen und dann ja, legen wir an der Stelle auch mal die Federspeicherbremse an. So. Genau, ist angelegt, wunderbar. Und das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, ganz herzlich bei Malte Jensen für die Bereitstellung des Szenarios. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen, gerne auch den Kanal abonnieren. Und das Szenario selbst findest du auf der Webseite unter www.thinknewflynew.de im Downloadbereich. Nennt sich an der Stelle, ja, lässt sich jetzt hier nicht mehr einblenden. Auf jeden Fall, du findest es im Downloadbereich auf der Webseite. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und allzeit gute Fahrt.